Guten Morgen, liebe Leute. Was mache ich hier? Ich teste mal. Ich habe ein Ohrring gefunden auf der Straße. Ist schon eine Weile her. Sieht man den? Ja. Und der ist unecht. Also es ist kein Gold, so ein Modeschmuck wahrscheinlich. Aber der Stein sieht aus, als wäre er nachträglich eingeklebt worden. Das will ich jetzt mal testen, ob es Glas ist oder was es ist. Ja, dann müssen wir mal gucken. Da habe ich hier so einen Tester, Diamanttester. Und der zeigt mir das eigentlich alles immer ziemlich gut an. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Glas ist. Aber so ist es. Wir gucken erstmal. Genau, die Spitze ist wieder aktiviert. Genau, es ist Glas. Da passiert gar nichts. So einfach ist das. Exakt mal nichts passiert. Also lohnt sich das gar nicht, den auszufassen. Wäre es ein Zitrin gewesen, hätte ich ihn ausgefasst und mir hingelegt. Aber so, Glas. Es ist einfach nur zu verschenken. Guten Morgen, liebe Leute. Wir sitzen hier fast alle am Frühstückstisch. Bis auf Blumen. Sie schläft. Nicht schlecht. Mama kann heute wieder laufen. Geht so. Bedingt. Bedingt. Gestern ist sie rumgelaufen wie so ein. Mit mir. Wie so ein. Eine 90-Jährige. So gebückt. Und so. Und Mit Anouk als Krücke, genau. Rollator. Als Roller. Naja, Räder hast du ja nicht. Als Gilator. Ja. Aber es geht schon wieder besser, oder? Es tut nicht ganz so doll weh, aber lange stehen kann ich trotzdem nicht. Das ist bestimmt Mama, die jetzt anruft. Achim, schon wieder das erste Bier getrunken hier oben, ja? Der Kaffee von dir? Nein. Mann, 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 was ist denn hier los? Aber alle Tüten. Müssen sowieso absperren hier irgendwie. Eigentlich müsste als erstes frühmorgens jetzt heutzutage diese Kackabsperrung hier raus. Achim macht da hinten schon wieder Dreck. Dreck aus der Felge zumindest. Eine mega rostige Felge, wie es aussieht. Ja. Hat ihn noch gut umgewogen, den Angelhaken. Ja. Gut. Und jetzt kommt da. Eine neue Speicherin. Neue Speicherin. Ach ja, ich muss ja trotzdem noch abziehen. Jetzt nutze ich ein bisschen die Ruhe, die jetzt gerade hier so ist. Soll ich das machen? Ja, von da aus. Nein. Frage nur. Kann ich auch erstmal. Den drehen Schraubenzieher. Den drehen Schraubenzieher. Hi, Tom. Hallo. Gut. Na gut, dann werde ich das mal auch so machen wie du. Wie? Ja. Wie war ich denn das? Du hast hier überall unter jeden Speichennippel eine Scheibe gelegt. Ja. Ja, genau. Und zwar sind das doch die Scheiben, die da oben im oberen Fach, in den oberen Reihe drin sind. Fach 3, obere Reihe, müsste das sein. Sind so leicht gewölbte. Mann. Ja, so leicht gewölbte, genau. Diese 1 Ohr. Ja, und du, die halten ja. Die anderen halt nicht. Ja. Ja, die geht natürlich nur mit. Was noch mal? Mit Einlage sozusagen. Speichel zu kurz. Ach, Blödsinn, hat doch gerade eben auch gepasst. Ja, ohne Scheibe. Ist ja 2 mm zu kurz, die Speicher. Nimm eh eine länger, sonst hat sie zu wenig Bindung. Weil die muss ich ja richtig ranziehen.
Warte, die liegen glaube ich hier drüben schon. Die liegen hier. Ja, weil ich sie ja so oft brauche. Weil ich sie so oft brauche, habe ich sie schon hier. Ja, die ist es. Ja, die kommt nämlich gerade so ans. Soll ich ja noch ein neues Felgenband drauf machen? Auf alle Fälle. Hier so ein. Ja, hängen wir hier. Genau. Vielleicht auch gleich erstmal aufsetzen. So, wo weiter. Kommt da. Oh. Erste Kiste sortiert, sagst du? Naja, alle Dinger in die Werkzeug. Kiste erstmal rein. Sollen ja alle in diese gelben Kisten. Ja, hast du ja bloß noch eine kleine Kiste. Also vor dir den Schlüssel. Was hast du? Pizza schlafen hier. Na, diese Shimano-Schaltung. Dreckding. Was ist das denn jetzt für eine Shimano-Schaltung? Habt ihr Nexus? Ja. Kriegt da mal den Schalthebel nicht raus. Also den Schaltzug. Hab ich dir doch schon tausendmal gezeigt. Ja, so, ich weiß. Ich zeig's dir nochmal. So. Abzieher. Da vorne drin hängen was. Ganz runterschalten? Haben wir ja schon. Hast du schon. Ja, das auch wird kriegen hier. Da muss ich mal da ran. Aber du kannst dich ja da in die Ecke stellen, damit du das ziehst. Ja. Irgendwie. So, dann hängt das ja alles. Ist ja alles super so. Und dann brauchst du nur hier mit dem Daumen gegenhalten, dagegen und hier ziehen. Ja? Zack. Und dann einmal rum und raus. Und andersrum genauso rein. So, ja. Und dann erst natürlich hier hinten einhängen. Ich hänge das jetzt nochmal ein, ne? Und du hängst das nochmal aus, damit das jetzt einfach einmal sitzt. Und dann siehst du ja auch von unten, siehst du hier, du kannst das ja dann super drehen. So reindrehen und einfach nur festhalten, spannen, rein, fertig. Ja. Das ist ein easy Weg, wirklich. Also das ist anders, quält man sich, wenn man das so halten will und so. Aber abhängen und dann, ja, fertig. Festhalten, Kette ab, Ding raus. Das Wort. Und wenn du das einmal drin hast, kannst du glänzen. Weil nämlich jeder so kotzt wie du. Scheiße, wie mache ich das? Und spannen und zurück. Die meisten bauen das ja außen ab oder so, aber das ist viel zu kompliziert. Genau, ich halte hoch. So, nur sortieren. Alle Namen sortieren. Mann, Isaac, warum hast du die Schwerkraft entdeckt? Da aus, Schule. Ja. Ich glaube, ich habe geschwänzt. Ja, und da muss einfach die Kette rufen. Wo ist sie denn? Hinten auf dem Wegdreher. Kannst du das eh nämlich mit dem anderen vergleichen? Den Schrotthaufen da. Oh Mann, ey. So. Okay, Kette ist wieder drin. Ich wusste schon immer, dass ich zu günstig bin. Ich hab flammneu war das Ding. Wirklich, das war neu wie das Kirschrad sah das aus. Peugeot, Kurs, genau das Ding.
Top-Zustand, wie neu. 53 Euro. Kriegst du nie wieder. Vielleicht ist es das sogar. Abgefahren jetzt. Ist ja eben schon ewig her. So, haben wir. Tja, Mensch! Der Achim ist ein bisschen gestresst da hinten. Ah, oh, nur ein ganz klein wenig. So, jetzt passt das endlich. Moin! Hallo! Was darf sein? Verkaufen! Deiner war komplett, wa? Komplett. Viel Soße. Ja. Und mal für Erwachsene, sag mal für Erwachsene den Döner. Ein Döner für Erwachsene. Tommy braucht Döner für Erwachsene. 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 Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, ich weiß ja nicht, was ich euch zeigen soll heute. Ich habe ja nur ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt mache ich hier ein Bremszug und davor habe ich da eine Kette aufgezogen und so weiter. Das sieht doch ganz gut aus. Molto simpatico. Achtung. Jetzt handelt sich um einen Jack White Zug. Das ist echt gut. Den kann ich nur empfehlen, die Züge. Total genial. Super. Perfekt. Lässt sie mit einem Finger ziehen. Ich bin immer wieder begeistert von den Zügen. Gutes Material zahlt sich aus. Oh. Was zu essen. Herrgott. Ich brauche was zu trinken. Ich muss mal trinken. Ich wollte noch nicht getrunken außer einen halben Kaffee. Brauchst du deins auch? Ja, bitte. Und gar nicht so gut Zucker drin? Ach, hör auf. Stimmt. Aus. Fertig, fertig. Noch lange nicht fertig. Fertig. Ein Check. Schleuse, weißt du, zum Essen. Am besten so eine Dekontaminationsschleuse. Das Essen erst reinpacken, dann wird es dekontaminiert und dann kannst du es essen. Schmeckt dann nachher auch nicht mehr. Scheiße. Das ist ein Döner für Erwachsene? Mhm. Und ich hab so Verwimmerung. Moin! Moin! Und nun? Was und nun? Komm ich nicht runter. Ja, und wir nicht ruf. Das ist ein Ding, was? Was darf sein? Sie haben im eBay Kleinanzeigen ja? Einen Mountainbike Rahmen. Ja. Wo ist der? Da drin! jetzt kommst du nicht runter. Ich hol ihn mal, ja? Ja, super.
MTV. MTV ist Marie. Halt, der ist ja hier drin. Der Kapilogen, der ist da drin. Alter, bitte. Na. Ich hätte dir ja auch helfen können. Falschaussage schon wieder. Ah, ihr habt euch hier versteckt, ne? Genau. In der Kirche. Nicht, dass es noch Arbeit gibt. Ja, man muss ja auch mal was essen. Ja, das stimmt. Ach so, habt ihr Mittagspause, ne? Ja, wir haben gerade Mittagspause gemacht, ja. Ach so. Das ist bei uns alle ein bisschen später. Ein bisschen später. Der hier, ne? Raleigh. Ja. Okay. Ich hab auch noch bestellt, das ist so. Hat ein Kunde, du hast dich verkauft. Singlespiel denn dann noch? Und ich habe ja einen alten Rahmen, den ich mir eigentlich dafür aufbauen will. Ja, ist aber günstig dafür, was das ist. Nur warte mal, das wollte sie. Was wollte sie noch? Zeig's vergessen. Ständer. Da ist es schon. Hallo. 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 Ich bin ja schon hier vorne. Hi. Ja. Ja, wir mussten mit Felgenband hinten noch ansetzen. Das war halt leider durch. Kommen nochmal 2 Euro hoch, also bis bei 40 Euro wieder. Okay. Ja, hattest du ja so am Telefon auch gesagt, genau. Ne? Aber der, also Mantel musste dann ja doch nicht, ne? Nee, der Mantel hatte nichts. Gut, ist ja super. Und aufgepumpt ist es jetzt ja auch, ne? Ja. Okay. So, wie viele Minuten haben wir denn noch gut hier? Überhaupt. Ist ja unglaublich. So, ich bin wieder alleine. Na ja, Gott sei Dank. Kann ich endlich mal arbeiten hier in Ruhe, wa? Weißt du Bescheid? Und ich habe hier eine Sattelstütze, die fest ist. Tommys übliche Methode kommt jetzt zum Einsatz. Also wir haben echt gerade jetzt wieder die Werkstatt voll. Seit langer Zeit ist es voll, fast übervoll. Ich könnte jetzt eine Nachtschicht einlegen, mache ich aber nicht. Ich probiere jetzt nur noch diese Sattelstütze hier zu lösen. Okay, die Sattelstütze ist hin, so oder so. Die ist gerissen. Was macht er denn jetzt? Ja, ich spanne das Ding hier ein, in Schraubstock, ganz einfach. Tommys. Kommt
Ja, siehst du, Gott sei Dank. Einrad gerettet. Also bestellen eine 25,4er Stütze. Das ist gut. Dann haben wir das. Also damit schließe ich den Tag jetzt ab hier. Mit einem kleinen Erfolg. Das wird noch ein bisschen ausgearbeitet mit einer Feile so ein bisschen rundherum, so ein bisschen der ganze Grind da weg. Dann ein bisschen gefettet und eine 25,4er Stütze drin und das war's. Ich mache jetzt Feierabend. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt.